Wir fangen erstmal mit so einer ganz kleinen technischen Betrachtung an oder wie soll ich sagen, mit den Betrachtungen zu den Gesetzmäßigkeiten zu unserem Thema. Also heute geht es darum, wie kann ich Buchhaltung vielleicht online machen und damit auch meine Dokumentenarchivierung in den Griff bekommen, ne? Also welche Vorschriften muss ich erfüllen, um Dokumente für die Buchhaltung zu archivieren und welche Werkzeuge kann ich verwenden? Wir stellen zwei kleine Werkzeuge vor, also eins besonders. Und wenn Sie Fragen haben, ich versuche hier irgendwie rauszukriegen, wenn Sie mir schreiben. Ich schiebe mal hier meine Menüleiste hier drunter. Also ich sollte es irgendwie sehen, da sollte irgendwas aufpoppen, wenn Sie eine Frage stellen. Wie gesagt, Sie können Ihr Mikro freischalten, beziehungsweise Sie können auch immer in den Chat schreiben, dann zeige ich das ganz kurz an. Ja, genau. Also mein Name ist Britta Dose. Ich bin Diplom-Mathematikerin und seit, keine Ahnung, 20 Jahren selbstständig. Bin schon länger mit der Handwerkskammer unterwegs und mein Hauptarbeitsgebiet sind eigentlich Websites und E-Learning und irgendwie gehört ja da Digitalisierung immer so ein bisschen mit dazu, ne? Ich bekomme also auch von meinen Kunden Fragen, wie sie ihre Unterlagen archivieren können, ob man das machen muss und so weiter und deshalb gibt es heute von mir so ein paar kleine Informationen, was da alles zu beachten ist. Okay. So, also welche Vorschriften gibt es denn? Wir fangen einfach mal damit an. Sie haben sicherlich alle schon mal von der Abgabenordnung gehört. Das ist ja sozusagen das Grundgesetz des deutschen Steuerrechts. Da drin steht also, welche Steuerarten es gibt, welche Regelungen es gibt, wie Steuer zu erheben ist, wie die Bemessungsgrundlage zu erstellen ist und lauter so eine Sachen. Was dort auch drin steht in der Abgabenordnung zum Beispiel ist, welche Inhalte eine rechtskonforme Rechnung haben muss, welche Inhalte ein Angebot haben muss, also dass dort zum Beispiel das Unternehmen mit Adresse draufstehen muss, wenn sie im Handelsregister eingetragen sind, dass das mit rein muss und lauter solche Sachen. Ja? Also das ist klar, das steht alles in der Abgabenordnung und das ist quasi die Grundlage für das wirtschaftliche Handeln und demzufolge auch für das Steuerzahlen. Eine zweite Vorschrift, die es gibt, die aber jetzt nicht ganz so wichtig ist, ist also, sind die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Das ist also sozusagen eine Ergänzung zur Abgabenordnung, wo nochmal Hinweise zu den Anforderungen an die Buchführung gemacht werden und zwar für die elektronische Buchführung. Jetzt sind wir ja alle schon in Weilchen, denke ich mal, im Unternehmen unterwegs und es wird kaum einer seine Rechnung noch per Hand oder mit Word oder so schreiben. Und demzufolge sind wir alle schon mal uns der Tatsache bewusst, dass es halt eine Software gibt, mit der man super Buchhaltung machen kann, Rechnungen erstellen kann, Angebote erstellen kann. Das erleichtert uns wirklich vieles. Und hier in diesen Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung, also GOBD, ne, das ist die aktuelle Version dieser Verordnung, da stehen also nochmal die ganzen Sachen drin, nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, was man alles beachten muss, wenn man zum Beispiel online oder auch auf dem PC eine Buchhaltung durchführt und Rechnungen erstellt und so weiter. Jetzt wissen wir ja alle, dass man mit dieser ganz normalen Software eben die Kunden verwalten kann, dass man Angebote schreiben kann. Die Angebote kann man überführen in Auftragsbestätigungen, die wiederum in Rechnungen und so weiter. Also ich denke mal, das wissen Sie alle, dass man so weit arbeiten kann. Und hier greift jetzt sozusagen der nächste Schritt ein, weil wir müssen ja für die Steuer alle Daten, die wir erstellen, innerhalb unseres Unternehmens,
Also alle Dokumente, die irgendwelche steuerrelevante Inhalte haben, müssen wir ja aufheben. Ja? Das müssen wir also irgendwie archivieren. Zunächst gibt es da keinen Unterschied, ob wir das Ganze digital archivieren oder ob wir das einfach unsere Papierrechnung im Ordner abheften. Es gibt also im Moment noch keine Verpflichtung dazu, ein digitales Archiv der steuerrelevanten Unterlagen zu führen. Die Frage ist, was muss denn alles archiviert werden? Und da haben wir also die Geschäftsbücher, das würde ja in dem Fall sowieso unsere Software übernehmen, die Aufzeichnungen, die wir dazu machen, die Belege, die Eingangsrechnungen, die Ausgangsrechnungen, die Handelsbriefe und die E-Mails. E-Mails sind auch archivierungspflichtig, weil die beinhalten oder die bekommen mittlerweile den Status eines Geschäftsbriefes, solange wie dort oder sobald dort steuerrelevante Informationen drinstehen. Diese steuerrelevanten Informationen, das können Absprachen zu Geschäften sein, das können Terminvereinbarungen sein und so weiter. Das sind also alles Sachen, die sozusagen diese geschäftlichen Abhandlungen ergänzen. Und dann müssen die E-Mails auch archiviert werden. Dafür, zu diesem Thema, haben wir noch einen Extratermin, wo wir noch genau uns anschauen, wie man damit umgeht. Heute soll es uns erstmal hauptsächlich um Belege gehen und um Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen. Also, wie muss ich denn die steuerrelevanten Unterlagen archivieren? Es gibt eine Maßgabe, dass die Daten im originären Datenformat aufbewahrt werden müssen. Und das gilt vor allem bei digitalen Formaten. Das bedeutet für Sie, wenn Sie eine Rechnung per E-Mail bekommen, dann dürfen Sie die nicht ausdrucken und im Rechner abheften. Also das dürfen Sie schon machen, aber Sie dürfen nicht ausschließlich diese Rechnung ausdrucken, sondern die muss digital archiviert werden. Und hier ist es auch so, dass diese digitale Archivierung, so wie es in der Abgabenordnung drinsteht, 6 Jahre beziehungsweise 10 Jahre vorgehalten werden muss. Das heißt, Sie müssen irgendein System finden, mit dem Sie die Daten sicher auch in 10 Jahren noch lesen und öffnen und darstellen können. Das ist das entscheidende Problem an dieser gesamten Archivierungsgeschichte. Papierunterlagen müssen nicht archiviert, also nicht digital archiviert werden. Das heißt, die müssen natürlich auch aufbewahrt werden. Man kann sie aber digital archivieren. Da sage ich später noch was dazu. Und wichtig ist eben, dass auch diese digitalen Unterlagen 10 Jahre archiviert werden müssen. Und das betrifft nicht nur die Eingangsrechnungen, sondern das betrifft auch die Ausgangsrechnungen, also die Rechnungen, die Sie im Unternehmen mit Ihrer Buchhaltungssoftware erstellen. Und da sind die Anforderungen ein bisschen anders. Das muss also jetzt zum Beispiel nicht in einem PDF-Dokument oder irgendwie sowas abgespeichert werden. Dafür gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Man kann also auch die Software, mit der man arbeitet, man kann die vorhalten und man kann ja mehrere Jahre von Buchhaltung in so einer Lexware zum Beispiel Software drin lassen und dort kann man ja jederzeit die Rechnung wieder ausdrucken. Das reicht für die Anforderungen der Abgabenordnung aus. Welche Anforderungen gibt es denn nun an die digitale Archivierung? Beginnen wir mal mit Papier. Falls Sie sich entscheiden sollten, Ihre Papierrechnungen tatsächlich zu digitalisieren, also zu scannen, dann haben Sie die Aufforderung, diese zeitnah zu digitalisieren. Zeitnah bedeutet, das geht aus einigen Gesetzgebungen oder Urteilen in diesem Fall hervor, sind für Einzelunternehmer maximal 14 Tage nach Eingang. Das heißt, im Prinzip dürfen sie gar nicht in Urlaub fahren, weil sie müssen ja immer da sein oder maximal 2 Wochen in Urlaub fahren, weil sie müssen ja immer da sein und ihre Rechnungen archivieren. Also, kleiner Scherz. Aber das Problem ist einfach, sie müssen das zeitnah machen. Sie dürfen also die Rechnung nicht erst nach einem halben Jahr
archivieren, weil sonst die Möglichkeit halt besteht, dass jemand diese Rechnungen digital verändert. Also eine Mehrwertsteuer verändert, einen Empfänger verändert, was auch immer man sich dabei denken kann. Wenn Sie Papierrechnungen gescannt haben, dann dürfen Sie die vernichten hinterher, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also in großen Unternehmen wird das so gemacht. Das heißt, es ist als erstes eine Verfahrensdokumentation notwendig. Das heißt, Sie müssen genau notieren, wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihre Papierrechnungen digitalisieren. Das heißt, es muss angegeben werden. Sobald eine Rechnung per Post bei mir eingeht, geht die durchs Sekretariat und dort wird ein Stempel drauf gemacht mit der Eingangszeit. Danach wird es automatisch in den Scanner gelegt und das Dokument wird eingescannt und im nächsten Schritt in ein Archivsystem, in ein digitales Archivsystem überführt. Diese Verfahrensdokumentation ist notwendig, damit man im Nachhinein nachvollziehen kann, in welcher Form das bei Ihnen üblicherweise im Unternehmen erledigt wird und ob es dort die Möglichkeit gibt, dieses Dokument, was durch das Scannen erzeugt wird, auf dem Weg vom Scanner zum Archiv zu bearbeiten, zu verfälschen, Sachen rauszulöschen, Inhalte zu verändern und so weiter. Am besten ist es, Sie sprechen mit Ihrem Steuerberater oder lassen von einem Wirtschaftsprüfer das Verfahren dokumentieren und beurteilen. Dann ist die Sicherheit am größten, dass Ihre Daten später nicht angezweifelt werden, wenn Sie tatsächlich die Papierrechnungen vernichten. Natürlich kann man auch die Papierrechnungen im Ordner liegen lassen, um gegebenenfalls bei Rechtsstreitigkeiten dafür einen Nachweis zu haben. Im Moment ist aber der Prozentsatz, wo die Echtheit eines gescannten Dokuments oder einer gescannten Rechnung angezweifelt wird, sehr, sehr gering. Da gibt es also wenig Probleme, aber man kann das natürlich vorbeugen oder man kann dem vorbeugen, dass dieser Prozess dort nicht anerkannt wird, indem man einfach jemanden drüber gucken lässt und schauen lässt, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Wichtig ist, dass die Archivierungsobjekte, also egal, ob das jetzt Rechnungen sind, ob das Geschäftsbriefe sind oder irgendwas anderes, mit einem nachvollziehbaren und eindeutigen Index versehen werden. Und hiermit stoßen Sie schon an die Grenzen, wenn Sie vielleicht jetzt im Hinterkopf den Gedanken hatten, dann scanne ich meine Dokumente einfach und lege die in irgendeinem Ordner auf meinem PC ab. Das funktioniert leider nicht, weil in dem Fall ist diese Nachvollziehbarkeit der Änderungen nicht gegeben. Das heißt, Sie müssen die Dokumente in ein System überführen, das jeden Zugriff, jede Bearbeitung und so weiter alles genau dokumentiert, sodass man später nachverfolgen kann, dass das Dokument während der Lagerung im digitalen Archiv nicht verändert oder bearbeitet wurde. Hier habe ich das nochmal von den eigenen Rechnungen geschrieben. Also wenn Sie selber Rechnungen erstellen, dann können Ihre Rechnungen reproduzierbar im Buchhaltungssystem vorgehalten werden. Das heißt, die müssen nicht extra nochmal digital sozusagen archiviert werden. Die Anforderungen Teil 2, da kommen wir jetzt schon mehr dazu, warum ich ein Archivsystem bevorzugen würde. Diese Rechnungen, die Sie eingescannt haben und auch die digitalen Dokumente, also die, die Sie per E-Mail erhalten, die müssen revisionssicher aufbewahrt werden. Was bedeutet revisionssicher? Also es gibt dort immer ein paar Begriffe, das heißt, die müssen unveränderbar sein, sie müssen vollständig sein und es muss nachvollziehbar sein, wie der Weg, also welchen Weg die genommen haben in das Archiv hinein und ob die dort während ihrer Lagerung bearbeitet wurden oder verändert wurden. Das ist also dieses Wichtige an der Geschichte. Das heißt, man muss ein System verwenden, das den Zugriff
auf diese archivierten Dokumente beschränkt. Das heißt, es darf nur möglich sein, bestimmte Sachen mit den Dokumenten zu machen. Also, dass ich zum Beispiel ein eingescanntes Dokument oder ein archiviertes Dokument nochmal ausdrucken kann. Das muss immer möglich sein. Ich muss das wieder sichtbar machen, falls eine Steuerprüfung kommt, dass ich das Dokument zeigen kann. Ich muss das Dokument relativ schnell finden, indem ich zum Beispiel eine Rechnungsnummer oder ein Rechnungsdatum eingebe. Ja? Das ist diese Indizierbarkeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Also das sind die Anforderungen daran, wann ein Dokument tatsächlich revisionssicher aufbewahrt wird. Und dann müssen natürlich auch noch die Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung erfüllt werden. Welche Anforderungen haben wir denn hier? Also, ich muss die Daten vor unberechtigtem Zugriff schützen. Das bedeutet also, ich darf die Dokumente nicht einfach so auf einem PC, auf einem Server oder wo auch immer abspeichern, sondern ich muss die Daten verschlüsseln. Nur dann kann ich sicherstellen, dass wirklich meine Zugriffsberechtigungen, die ich eingegeben habe, tatsächlich greifen und nicht jeder, der zufällig mal den Ordner findet, die Daten anschauen kann. Dann muss ich natürlich die Daten vor unberechtigter Änderung schützen. Auch das ist eine Anforderung von der Datenschutzgrundverordnung. Hier, das doppelt sich sozusagen mit der Abgabenordnung. Die möchten ja auch nicht, dass unsere Rechnungen einfach so veränderbar sind. Datenschutzgrundverordnung fordert auch, dass ich mich vor dem Datenverlust schützen muss. Das bedeutet, Sie müssen die elektronischen Daten vorhalten, sodass eine Steuerprüfung in den nächsten 10 Jahren immer wieder darauf zugreifen kann. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, tja, die Daten sind jetzt weg, habe ich nicht mehr, Pech gehabt, funktioniert so leider nicht. Dann wird wahrscheinlich eine Steuerschätzung vorgenommen und was dabei rauskommt, wissen wir ja alle. Ne? Genau. Wenn Sie eine Online, also wenn Sie Daten wahrscheinlich im Internet abspeichern möchten, dann muss man eben nach der Datenschutzgrundverordnung zusätzlich auch noch darauf achten, dass Sie sich zum Beispiel an einen deutschen beziehungsweise an einen europäischen Anbieter wenden, der tatsächlich nach den Bedingungen der Datenschutzgrundverordnung arbeitet. Also hier muss man auch genau schauen, dass diese Anforderungen vom Anbieter der Archivierungssoftware oder was auch immer das ist, tatsächlich erfüllt werden. Jetzt haben wir so viel über die Anforderungen gesprochen und einen kleinen Schritt möchte ich jetzt einfach mal für Sie vorne wegnehmen. Wir haben gesagt, die Rechnungen, die wir erstellen, die dürfen in dem Buchhaltungssystem verbleiben, sodass wir die jederzeit wieder ausdrucken können. Da wäre es doch eigentlich clever, nicht noch ein extra System anzuwenden, sondern einfach zu sagen, ich nehme gleich mein Buchhaltungssystem und lade dort meine Dokumente und meine Belege hoch, sodass ich alles komplett in einem System gespeichert habe. Und dazu möchte ich Ihnen als Beispiel gerne das Lexware Online vorstellen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt tausende Anbieter, wie bei anderen Sachen auch. Ne? Also die eine Möglichkeit wäre halt zu sagen, ich habe sowieso ein Buchhaltungssystem, wo ich meine eigenen Rechnungen drin liegen habe. Dann wäre das ja clever, wenn ich das gleich verwende. Die Alternative dazu würde bedeuten, Sie müssten sich ein digitales Archivsystem zulegen, in dem Sie alle möglichen Dokumente dann ablegen, verschlagworten und so, dass sie dort wieder auffindbar sind. Also das würde dann aber auch bedeuten, dass Sie dort halt zum Beispiel auch Ihre Rechnungen noch mit eintragen können. Ja, das wäre zusätzliche Arbeit für den Fall, dass Sie alles in einem System archivieren möchten. Hier gibt es zum Beispiel das System ELO, das ist der elektronische Leitsordner. Haben Sie vielleicht schon davon gehört? Das ist eins der am häufigsten verwendeten Systeme. Und das funktioniert so ähnlich, wie man das kennt von der Ordnerablage auf dem PC, nur dass man eben dort zusätzlich noch die Verschlüsselung und die Verschlagwortung hat. Das kann man auf dem eigenen PC betreiben. Allerdings hat dieses mit dem eigenen PC immer einen geringen Nachteil. Was passiert, wenn Ihr PC kaputt geht? Wenn Ihre Festplatte kaputt geht, Sie haben keine ordentliche Datensicherung, dann sind Ihre Daten alle verschwunden. Von der Seite her betrachtet, ist so ein Online-System, was sich im Internet befindet, schon besser und einfacher für Sie verfügbar, weil
da besteht eben auch die Sicherheit, dass die Daten in 10 Jahren ohne ihr Zutun noch lesbar sind. Das heißt, Sie können sich zurücklehnen, können sagen, ich habe hier jemanden beauftragt, der kümmert sich darum, dass meine Daten in 10 Jahren auch noch verfügbar sind, dass diese Daten immer verfügbar sind, dass eventuell neue Anforderungen an die Archivierung dort umgesetzt werden und dass Sie da, und Sie brauchen sich da nicht drum kümmern. Ne? Also Sie wissen ja, wenn Sie Software auf Ihrem PC haben, dann müssen Sie immer gucken, habe ich das Betriebssystem aktuell? Kann ich alle Aktualisierungen einspielen? Dann brauchen Sie einen neuen PC. Dann müssen Sie die Daten alle rüberschaufeln. Geht das immer problemlos und so weiter. Und hier empfiehlt sich natürlich, wenn Sie eine ordentliche und stabile Internetleitung haben, ne, immer nur unter dieser Voraussetzung, dass Sie tatsächlich auch mit einem Online-Buchhaltungssystem arbeiten können. Ne? Das schauen wir uns gleich im Beispiel an. Ich möchte Sie aber noch auf ein paar Sachen hinweisen. Das ist hier mal ein Screenshot, den habe ich bei Lexware Online gemopst. Worauf Sie achten sollten, wenn Sie tatsächlich mit dem Gedanken spielen, sich so ein Online-Archivierungs- und Buchhaltungssystem das zukünftig zu verwenden. Also hier sehen wir einmal, dass die so einen Test bestanden haben, dass es datenschutzkonform ist. Ne? Das ist ja auch immer wichtig. Dann haben wir hier die Anwendung darüber, dass Sie den Grundbedingungen der ordnungsgemäßen digitalen Buchführung entsprechen. Ne? Das, was wir uns vorhin angesehen haben. Hier haben wir diesen Link, dass wir sehen, dass tatsächlich die Daten in Deutschland gehostet werden, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Gut, die anderen Sachen hier rechts, die können wir jetzt mal außen vor lassen. Aber das sind die wichtigen Punkte, auf die Sie achten müssen, wenn Sie sich da eine Software suchen, dass Ihre Bemühungen dann wirklich auch von Erfolg gekrönt sind. Lassen Sie am besten Ihren Steuerberater drauf gucken und fragen den, ob das System in Ordnung ist, bevor Sie da ins Tiefe reingehen und wirklich Arbeit reinstecken. So, jetzt höre ich mal. Stoppe ich mal das Teilen. So, jetzt bin ich wieder da. Okay, also es hat keiner Fragen. Das ist schon mal viel wert. Und jetzt versuche ich nochmal das zu teilen, aber diesmal im anderen Bildschirm. So, probieren wir es mal hiermit. Genau. So, und zwar sind wir jetzt hier auf der Seite von Lexware Office. Und Lexware Office ist also quasi das ganz normale Lexware-Buchhaltungssystem, was Sie vielleicht auch schon auf Ihrem PC nutzen, ins Internet übertragen. Das macht alles das, was Ihr normales Buchhaltungssystem aufmacht. Also Sie können Rechnungen erstellen. Sie können offene Posten damit abgleichen. Was hier ganz charmant ist, dass Sie dieses Lexware auch online mit Ihrem Bankkonto sozusagen verbinden können und wenn Sie das möchten, automatisch in das Lexware, in diese Buchhaltungssoftware, Ihre Buchungen aus Ihrem Geschäftskonto importieren können. Das heißt, Sie haben dann alle Buchungen, die Zugänge und die Abgänge schon in Ihrer Buchhaltungssoftware drin und Sie müssen dann quasi im nächsten Schritt nur noch die Belege hinter die einzelnen Buchungen zuordnen. Und damit sind Sie schon fertig mit der Buchhaltung. Also ist ein ganz tolles System, kann ich wirklich nur empfehlen. Sie sehen hier, also Finanzamtspflichten kann man damit erfüllen, Mahnungen erstellen. Aber das sind ja alles Sachen, die tatsächlich mit den normalen Buchhaltungskosten, Buchhaltungssystemen auch erstellt werden können. Genau. So, ich öffne jetzt einfach mal hier, das ist das LexOffice. Ich habe hier nur eine Testversion, weil ich selber arbeite mit FastBill. Das ist eine andere Software, aber die hat halt auch solche Möglichkeiten. Ich habe hier als erstes die Möglichkeiten, Belege hochzuladen. Was ich Ihnen hier leider nicht zeigen kann, ist, dass man die Belege mit dem Konto abgleichen kann, weil ich wollte diese Testversion jetzt nicht unbedingt mit meinem tatsächlichen Konto sozusagen verbinden. Und ich kann hier einfach auf Neuer Beleg klicken und Beleg erfassen. Und jetzt würde ich einfach mal hier meinen Scanner-Ordner öffnen. Sie sehen hier, ich habe hier so ein paar Dokumente hingelegt, das sind PDF-Dateien und ich fange mal an und nehme hier einfach mal eine Rechnung
von einer Tankquittung. Ne? Die würde ich jetzt einfach mal hier anklicken. Und Sie sehen, sobald Sie das Dokument dort gescannt haben und hochladen, dann läuft eine Texterkennung über das Dokument. Das heißt, es wird versucht zu erkennen, um was für eine Rechnung es sich handelt. Jetzt ist das hier schräg gescannt. Ist ein bisschen doof jetzt. Da ist die Erkennung schwierig. Aber es wurde die Summe 67,47 Euro korrekt erkannt. Ich kann hier die Art der Ausgabe eintragen und kann einfach suchen. Ich habe jetzt hier Benzin getankt, also schlägt er mir die Kategorie Benzinkosten vor. Dann weiß er selbstständig, dass für Benzin 19% Mehrwertsteuer anfallen und er splittet automatisch die Bruttosumme 67,47 Euro in Brutto, Netto und Mehrwertsteuer sozusagen aus. Ich kann jetzt hier oben einen Lieferanten anlegen, die Jet-Tankstelle. Das heißt, das kann ich alles durch diesen Scan-Vorgang automatisch erstellen. Und ich sage, okay, zum Beispiel, das ist ein Sammellieferant. Ne? Muss ich aber nicht machen. Ich kann auch einfach nur Firma sagen. Und ich kann hier Rechnungsdaten, Sie sehen, er hat sogar die Weißenfelser Adresse von der Jet-Tankstelle erkannt. Und ich kann das Ganze jetzt abspeichern. Und wenn ich denn eine Verbindung hätte zu meinem Bankkonto, könnte ich sogar, warten Sie mal, ich habe hier diese komische Leiste drüber, könnte ich sogar sagen, bezahlen. Und dann würde ich automatisch sozusagen versuchen, über mein Bankkonto die entsprechende Zahlung anzuweisen und habe also hier eine direkte Verbindung, wobei dann natürlich auch wieder zurückgemeldet wird, ob tatsächlich die Buchungen wirklich gespeichert wurden. So, ich mache das jetzt mal zu. Ich speichere das Ganze. Ach so, Belegdatum fehlt noch. Sehen Sie, wenn er was nicht lesen kann, dann meckert er. Was haben wir denn? 31.08.2017. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht irgendwas ganz Aktuelles genommen, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel das Ganze speichern und habe jetzt den Beleg hier drin. So, speichern und neu. Ich könnte jetzt das nächste Dokument nehmen. Ich gucke mal, was ich hier so für schöne Sachen habe. Ich nehme jetzt mal eine PDF-Datei, die ich nicht gescannt habe, die ich einfach so per E-Mail bekommen habe. Und da geht das mit der Texterkennung natürlich wesentlich besser. Also hier wird die Belegnummer erkannt. Hier wird allerdings nicht erkannt, was es für ein Unternehmen ist. Ne? Da hat er die Bankverbindung erkannt als Beleg. Aber ich kann auch hier wieder sagen, das ist also eine Software, die ich verwende. Dann kann ich sagen, Lizenzen und Konzessionen. Und dann wird auch hier wieder automatisch die Steuer sozusagen aufgelegt. Hier erkennt er auch wieder nicht das Datum, aber das ist egal. Und ich lege jetzt einfach mal hier diesen Lieferanten an und könnte da natürlich auch die Inhalte machen. So, also Sie sehen, dadurch kann man mit dieser Software zu den einzelnen Buchungen direkt schon die entsprechenden Belege zuordnen. Und wenn ich hier drüber eine Bezahlung vornehme, wird automatisch die Buchung auch in meinem Belegsystem, in meinem Buchhaltungssystem sozusagen angelegt. Ne? Hier in der Übersicht sehe ich jetzt, ja, okay, ich habe jetzt dummerweise die von 2017 eingetragen. Ich kann aber hier nochmal in die Belege reingehen. Und kann die nochmal bearbeiten und könnte jetzt da mal eine 2019 draus machen. Jetzt habe ich 31.08.2019. Bitte prüfen Sie. Ach so, ja. 2019. So, Sie sehen, da ist auch immer nochmal eine Prüfung mit dabei, eine Plausibilitätsprüfung. Und dann würde ich hier auf jeden Fall in der Übersicht schon mal meine Einnahmen und meine Ausgaben sehen. Ja? Also, hier in dem System habe ich die Möglichkeit, automatisch
in meine Buchhaltung die Belege hochzuladen. Ich kann die Kontoauszüge, also die Buchungen, direkt in meine Software reinholen und dann entsprechend die Belege zuordnen. Ich zeige Ihnen das mal, wie das hier bei dem anderen System aussieht. Also ich habe hier so ein Banking-Überblick, wo ich also hier sehen kann, welche Dokumente da sind. Hier zum Beispiel in diesen gelben Sachen, da wird mir jetzt was vorgeschlagen, dass da ein Beleg dazugehört. Das ist eine Rechnung, die ich bezahlt habe. Da kann ich jetzt den Beleg bestätigen und dann gilt das als abgeglichen. Dann sehe ich also hier drüben, dass hier quasi das komplett erledigt ist. Und ansonsten habe ich halt die Möglichkeit, hier nach bestimmten Angeboten zu suchen. Ich suche jetzt einfach mal was. Hierfür habe ich wahrscheinlich noch nicht erstellt. Nehmen wir mal das hier. Und wenn ich jetzt hier irgendwas finden würde, kann ich den Beleg einfach hier reinziehen und kann den zuordnen. Ja, das stimmt jetzt nicht. Das ist jetzt ein falscher Beleg, aber Sie verstehen, was ich meine. Und damit habe ich sozusagen meine Kontoauszüge zum einen automatisch abgeglichen. Es ist also einfacher, die Buchungen direkt und die Belege direkt zu den Buchungen zuzuordnen. Und damit spare ich mir jede Menge Arbeit und kann auch jederzeit diese Infos abrufen. Auch das funktioniert natürlich hier in dieser Online-Buchhaltung automatisch. Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, möchte ich denn meine Buchhaltung online haben? Ja, also Sie werden auf Dauer wahrscheinlich nicht ringsrum kommen. Es ist einfach viel bequemer und viel angenehmer, wenn man die ganzen Sachen tatsächlich im Internet auslagern kann und dort die verschiedenen Sachen dazu tun kann und die zusätzlichen Informationen speichern kann. Wie gesagt, die Alternative dazu wäre zum Beispiel, Moment, Lexware-Archiv. Moment. Shop Lexware. Das ist das Download. Da gibt es nämlich auch noch Archivierung. Genau, hier Lexware Archivierung. Das ist also sozusagen eine Lexware-Komponente, wo man nur Archivierung machen kann. Da gibt es also so einen Ordner, den man auf dem PC einrichten kann und alle Dokumente, die man in den Ordner reinschiebt, werden automatisch in Lexware hochgeladen. Das kann man für alle Arten von Dokumenten nehmen. Also das kann man sozusagen für Eingangsrechnungen, für Briefe und Geschäftspapiere und sowas verwenden, die da eventuell mit zugeordnet werden müssen. Bei diesem LexOffice, da geht es wirklich nur um die Belege der Buchhaltung und um andere Informationen. Ja? Also hier müssten Sie einfach schauen, was für Sie wichtig ist, wie viele Geschäftsbriefe haben Sie tatsächlich per E-Mail, was müssen Sie da archivieren. Lohnt es sich für Sie, ein komplettes Archivierungssystem zu verwenden, wo Sie alle Elemente reinlegen können? Oder lohnt es sich für Sie mehr, die Buchhaltung komplett zusammengefasst zu archivieren und dort alle Belege abzuliefern oder abzulegen, die für Ihre geschäftlichen Belange wichtig sind? Okay, so, jetzt gucke ich nochmal nach Fragen. Moment, ich schalte das nochmal aus hier und jetzt schaue ich nochmal, ob Sie irgendwelche Fragen dazu haben. Soll ich irgendwas noch zeigen? Haben Sie noch irgendwelche Fragen dazu? Okay, gut, das war die Schnellversion heute, der Schnellüberblick über die allgemeinen Datensicherungen
Und die Systeme, die es also möglicherweise, die Sie verwenden können, um Ihre Buchhaltungssoftware bzw. um Ihre Buchhaltungsbelege zu sortieren und abzuspeichern. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Veranstaltung ist, glaube ich, schon am kommenden Montag, wieder um 19 Uhr. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Informationen brauchen, dann wenden Sie sich gerne per E-Mail an mich oder an Herrn Sommer. Der kann Ihnen da auch weiterhelfen dazu. Und ansonsten würde ich Sie fast schon in Ihren wohlverdienten Feierabend entlassen, vorausgesetzt, der Herr Sommer möchte nichts mehr dazu sagen. Moment, hier ist irgendwas im Chat. Chat, ne, da war nichts. Ja, Herr Sommer hat was gefragt, ob Ihre Erwartungshaltung erfüllt wurde. Wenn Sie noch Fragen haben, dann bitte einfach was dazu sagen. Genau, das war das, was ich in den Chat geschrieben habe. Danke für Ihre Teilnahme. Und ich denke mir, das nächste Mal läuft es runter. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Was war das Thema nächsten Montag? E-Mail-Archivierung. E-Mail-Archivierung. Also Anschlussthema auf Deutsch. Genau. Na, dann einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal.